Hey Leute, und was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ich bin Jessie von Jessie's Fabulous World und heute gibt es für euch, ich glaube, mit den größten Primark Haul, den ich jemals gemacht habe. Ich habe so viel Zeug hier um mich rumliegen und ich weiß nicht mal, ob es wirklich alles ist, was ich gekauft habe. Aber ja, deshalb würde ich sagen, wir reden gar nicht lang, wir fangen einfach an, denn wir stehen unter Zeitdruck und wollen das Ganze hinter uns bringen. Das, was ich mir gekauft habe, war diese kleine süße Tasse hier. Die wird momentan als Pinsel Daily Essentials Dings genutzt und die ist aus der Homeware-Abteilung, wie man halt sehen kann, und kam 2,50 Euro. Dann als nächstes habe ich mir eine marmorierte Bettwäsche gekauft. Einmal so, also marmorfarben, und auf der anderen Seite hat sie dann so ein anderes Muster. Dazu gibt es dann noch das passende Kissen, das aber für mich nicht optimal ist, weil ich habe keine anderen 70x40 Kissen. Deshalb habe ich jetzt zwei alte Kissen, die ich sowieso nicht benutze, damit reingestopft. Das ganze Ding kam 13 Euro und ist eine einmalige, also für ein einzelnes Bett. Und das letzte Homeware-Teil, das ich mir gekauft habe, ist dieser Pop-Up-Bin hier, Storage-Bin. Nicht Storage-Bin, aber da ist meine Dreckwäsche drin, weil ich einfach nochmal so ein Ding brauchte. Die Tasse 2,50 Euro, die Bettwäsche 13 Euro und der Storage-Bin kam 6 Euro. Als nächstes habe ich ja vor, jetzt mit dem Fitness wieder ordentlich durchzustarten und das auch diesmal ordentlich durchzuziehen, und habe deshalb mir ein paar Sachen gekauft, die ich fürs Fitness definitiv gut gebrauchen werde. Das erste ist dieser Shaker hier, in dem passen 500 Milliliter, vielleicht auch ein bisschen mehr, ich glaube 650. Der hat hier unten noch so ein Dreh, also so ein Fach dran, das ich benutzen kann, zum Beispiel für Pillen oder für Powder oder für, keine Ahnung. Pillen und Powder im Normalfall. Roségold, schwarz, kann man nicht zweite machen. Der kam, glaube ich, 4,50 €. Dann habe ich mir diese Trinkflasche hier gekauft. Die hat hier oben so ein Strohhalm rauspop-Dingens. Hier unten vier Silikonbänder. Ich weiß zwar nicht, was ich mit denen anfangen soll, aber wahrscheinlich einfach nur Deko. Das Ding kam, glaube ich, 2,50 € oder 3,50 €. Kann ich euch sagen. Ich glaube, 3 Euro war das gute Ding. Ich muss hier erstmal bei meinen ganzen Zetteln durchsehen. Dann habe ich passend dazu mir eine Bauchtasche gekauft, weil ich fürs Studio da dann meine Insulinpumpe reinmache, dass ich die nicht dauernd abmachen muss. Dann kommt mein Messgerät rein, mein Handy kommt da rein, dann kommt meine Ladebox da rein. Also alles Mögliche, was ich brauchen kann, soll hier eigentlich rein. Die Frage ist nur, ob es reinpasst. Die kam 8 Euro. Und dann, weil ich keine hatte und eine ordentliche brauchte, habe ich mir eine Sporttasche gekauft. Die hat hier außen so drei Fächer, wo ich dann zum Beispiel die Shaker reinstellen kann oder, keine Ahnung, mein Portemonnaie in dem Moment reinmache. Dann hat sie drei Innenfächer, auch nochmal hier eins, dann größeres und hier auch noch eins und einen sehr, sehr großen Innenraum und eine Henkeltrage-Dings dazu. Die kam 18 Euro, die ist aus der Männerabteilung und die geht leider schon ein bisschen an der Seite kaputt, weil ich sie schon getragen habe, aber kann man nähen, ist dann gar kein Problem. Ja, das war's soweit zu den Sachen. Dass ich so viele Sachen einfach vergesse, weil es schon eine Weile her ist, wo ich die Sachen gekauft habe und hier so viele Dinge draufstehen und es sieht gar nicht so viel aus. Und mit manchen Sachen, die hier draufstehen, kann ich einfach nichts mehr anfangen, aber... Ja, dann würde ich sagen, kommen wir kurz zu den Accessoires, die ich mir gekauft habe. Das sind einmal dieser Gürtel hier. Dazu seht ihr nachher auch die passenden Schuhe. Der kam, glaube ich, 4 Euro. Der hat in der Mitte so ein Trennungsteil. Dieses hier, das könnt ihr auch rausnehmen. Aber ja, 4 Euro der hier. Und dann so im Grunde jeder, der in letzter Zeit bei Primark war, hat sich diesen Gürtel hier gekauft. Das ist der Gucci Knockoff. Der kam 5 Euro. Leider hatte mein Primark nur die breite Version und nicht die dünne, deshalb konnte ich nur die breite Version mitnehmen, aber gar nicht schlimm. Dann habe ich mir ein paar Ringe gekauft, und zwar waren das Harry Potter Ringe. Das war eigentlich ein 5er-Set, aber irgendwie sind die anderen zwei abhandengekommen, was aber nicht schlimm ist, weil ich eh nur diese hier trage.
Das ist einmal das Zeichen der Heiligtümer des Todes, dann ist es ein so ein stinknormaler. Ja, also ein so ein stinknormaler und dann haben wir hier noch den goldenen Schnatz, der auch ringsherum halt so die Flügel darstellt. Die kam, glaube ich. Was kam die? Stehen die hier mit drauf? Ja, müssen sie ja. 4 Euro vielleicht? Ich glaube 4 Euro. Ja, ich glaube 4 Euro kam das ganze Ringset. Fand ich okay. Aber ja, dann habe ich mir noch eine neue Uhr gekauft. Und zwar sieht die so aus. Die ist halt, hat halt ein graues Band. Die hat roségoldene Details und ist im Hintergrund Marmor. Und ich finde die so schön. Und sie ist jetzt mein Everyday-Begleiter geworden und ich liebe sie. Dann könnte man es schon zu Beauty zählen, aber dann habe ich mir so ein 60er Pack helle Haargummis gekauft, weil irgendwie hatte ich keinen Bock mehr auf die schwarzen, weil meine Haare sind ja auch hell und da finde ich halt helle Haargummis einfach besser. Und ich glaube, das war es auch schon zu den Accessoires, wobei ich irgendwie denke, dass mir da gewaltig was fehlt. Dann habe ich mir natürlich viele Klamotten gekauft. Ich würde sagen, ich erzähle euch erst was zu der Unterwäsche, denn ich habe einen Großteil nicht hier. Ich habe mir ein Dessous-Set gekauft. Das ist weiß, das ist spitze. Das geht ungefähr bis hier. Also es geht noch nach unten weg. Vielleicht kann ich das noch einblenden, aber es ist halt gerade in der Wäsche. Deshalb ist es ein bisschen blöd, aber ich kann euch halt nur was drüber erzählen. Dann habe ich 3 so eine Lacy-Spitzenfonds gekauft in weiß, babyblau und rosa. Dann habe ich einmal mir ein Dreierpack Socken gekauft. Und zwar waren das Harry Potter Socken. Sind die anderen beiden aber auch gerade in der Wäsche. Heißt, ich habe nur das eine Paar von der Mirandas Map. Die andere, da steht drauf, I solemnly swear that I'm up to no good. Und auf dem dritten ist die Hogwarts Crest drauf. Und dann habe ich mir nochmal Schlüpper gekauft in diesem Style, in blau, in rosa und in weinrot. Ja, ich glaube, das war's dazu. Dann habe ich mir diesen Mega-Push-Up-BH hier gekauft. Also ihr könnt sehen, dass der wirklich dicken Push hat. Er macht meine Brust auch riesig. Achso, die Socken kamen 3 Euro und die Schlüpper kamen, die Fongs kamen 2, die anderen kamen 3, jeweils reduziert von 7. Der hier kam, glaube ich, 8. Ich glaube 8. Dazu habe ich auch den passenden Schlüpfer, aber der ist gerade in der Wäsche. Der kam 3,50 oder 4,50. Das weiße Set kam 12 Euro für den BH und 6 Euro, glaube ich, für den Schlüpfer. Der ist auch voll schön, aber auch in der Wäsche. Ja, so viel erstmal da. Es ist jetzt zwar nächster Tag, aber ich wollte euch noch kurz die Sachen zeigen, die ich gestern angesprochen habe oder die ich bereits angesprochen hatte. Also einmal dieser weiße BH hier, der mega, mega schön ist. Halt so spitze und so ein bisschen tiefer. Der kam halt die 12 Euro. Und dann zu dem grünen Push-Up-BH gibt es halt noch das Höschen hier, das von hinten so aussieht, also wirklich hinten nur spitze ist und das kam glaube ich die 3,50 oder so. Ja, dann habt ihr die auch gesehen. Und das passende Höschen zu dem hier ist halt vorne aus so einem Satin, so weißes Satin und hat dann hinten so ein bisschen fongmäßig und dann so Schnürungen oben, die das Ganze noch ein bisschen mehr fancy machen. So, machen wir mal ein bisschen Licht hier, ne? Dann habe ich mir gekauft einmal diesen Body hier. Der ist so gerade hier hochgeschlossen. Der sitzt so schön, der macht so eine schöne Figur. Ich liebe den. Der kam 5 Euro und den habe ich mitgenommen in einer 42, eine Nummer größer. Also eigentlich sogar 2, aber ja. Weil der halt in diesem Knitted Rib wunderbar. Ja, 5 Euro. Ich liebe dieses Ding. Ich trage den eigentlich dauernd. Und weil der so schön war, habe ich mir den auch in Grau mitgenommen. Aber kurioserweise sitzt der Graue nicht so toll. Warum auch immer. Aber ich liebe sie beide. Jeweils 5 Euro. Dann habe ich mir diese Latex-Leggings hier mit wirklich relativ hohem Bund mitgenommen. Nur ist sie schon gebunden.
Weil ich habe eine Latex-Leggings, aber die ist mittlerweile schon so lang getragen worden, die ist nämlich schon 5 Jahre alt oder noch länger, dass die anfängt durchsichtig zu werden. Die kam 8 Euro. Dann habe ich mir aus der Männerabteilung diese Camouflage-Hose hier geholt. Die hat so einen relativ tiefen Schritt und deshalb kann ich die halt wirklich hochziehen. Bei mir sitzt sie wirklich high waist und ist aber noch locker an den Oberschenkeln. Da muss ich eine S nehmen. Die XS war zu eng, die musste ich umtauschen. Die kam 18 Euro. Also in die Männerabteilung ist wirklich ziemlich teuer. Aber die ist mega geil. Ich feiere die übelst. Dann habe ich mir dieses Karo-Hemd. Nein, okay, war nur zum Drüberhängen. Ich habe mir dieses Karo-Hemd hier mitgenommen. Das war reduziert auf 3 Euro. Ich weiß gar nicht warum, weil da fehlt nichts, außer dass hier an dem Ärmel irgendwie unten der Knopf fehlt zum Zumachen. Aber was juckt mich der Knopf? 3 Euro für das Hemd. Dann habe ich mir dieses Bardot-Top hier mitgenommen. Das, ne? Bardot off the shoulder. Das habe ich in 42 mitgenommen, auch dass es halt wieder ein bisschen größer sitzt und lockerer fällt und ne. Dann habe ich mir dieses Süße hier mitgenommen. Das kann mein Freund gar nicht leiden. Übrigens zu dem Weißen ist es sehr, sehr durchsichtig. Ihr müsst was drunter ziehen, ansonsten Nippelalarm. Dieses hier habe ich auch größer mitgenommen. Das ist jetzt auch in der 42, weil ich halt wollte, dass das länger sitzt. Weil wenn das hier sitzt und dann wirklich so kurz ist, dann sieht man halt alles vom Bauch und so fällt es halt ein bisschen lockerer und es sitzt halt auch gut. Das kam jeweils alles 5 Euro, was ich euch jetzt zeige. Das Weiße, das hier kam 5 Euro und das hier mag mein Freund gar nicht. Er sagt, das sieht aus wie eine Tischdecke. Und dann habe ich noch das hier mitgenommen. Das kam auch 5 Euro. Das könnte man so tragen, aber dann sieht es absolut scheiße aus. Deshalb ist das auch halt als Off-Shoulder-Top gedacht. Kam auch 5 Euro. Habe ich auch in der 42 mitgenommen. Einfach, dass es locker sitzt. Und bei dem brauche ich das, weil das fällt wirklich klein aus. Und ja, ich mag das, wenn im Sommer meine Tops locker sitzen und nicht eng anliegend. Und weil, ach, dann kriege ich die Kratze. Dann habe ich mir gekauft, aus meiner Lieblingsabteilung in ganz Primark, ein Harry Potter Nachthemd. Und das ist eigentlich mein täglicher Begleiter. Nur momentan habe ich irgendwie das wieder gegen T-Shirts getauscht. Das ist so rot-weiß gestreift, hat hier den Gryffindor-Löwen und die Gryffindor-Crest und so eine Tasche. Musste ich in der L mitnehmen, das heißt 46, 48, weil entweder gab es das nur noch größer oder halt gar nicht mehr. Das kam 12 Euro. Dann habe ich mir diese Shorts hier mitgenommen. Die sind auch von Harry Potter. Die haben dann hier so die Hogwarts Crest und so ein grünes Bändchen vorne. Nein, die sind nicht von einem Slytherin-Oberteil. Ich bin Gryffindor, ein überzeugter Gryffindor, obwohl ich manchmal auch ein Slytherin sein könnte. Auf dem Oberteil stand I don't usually look for trouble, trouble usually looks for me oder irgendwie so. Ein Zitat von Ron und das war halt auf grau mit grüner Schrift und deshalb ist das jetzt auch grün. Die kam 7 Euro. Für eine Shorts wirklich viel. Und dann habe ich mir die bequemste Hose ever gekauft und das ist die hier. Die ist halt so grau und hat hier an der Seite die Hogwarts Crest, ein paar Sterne und dann steht da auch Hogwarts in Roségold. Und das Ding, das ist mein täglicher Begleiter. Die habe ich jedes Mal an. Ich komme nach Hause von der Arbeit, ziehe mich um, ziehe diese Hose an und schmeiß mich ins Bett. Die ist so bequem, dass ich einfach nicht drauf klarkomme, wie bequem diese Hose ist. Und ja, es ist wirklich, die ist schon krass geil. Die kam auch 12 Euro, was ich für so eine Pyjama-Hose verdammt viel Geld finde, aber das war es mir definitiv wert. Würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der Sache, die am meisten meines ganzen Einkaufs eingenommen hat. Und zwar ist das Beauty. Ich habe den Hydrating Moisturizer von PS gekauft. Rose und Vitamin E. 12 Stunden Moisturizing. Für 3 Euro das gute Stück. Und der wirkt bei mir Bombe. Ich habe ein so befeuchtetes Gesicht durch dieses Ding gekriegt. Mein Gesicht ist kaum noch trocken, außer auf der Nase. Aber da habe ich halt immer schon mega Probleme gehabt und ich liebe dieses Ding abgrundtief und werde mir das garantiert auch nochmal neu kaufen. Dann habe ich mir diesen Beauty Booster hier gekauft. Im Grunde ist das auch nochmal so ein Priming-Ding, was man auch mit dem Moisturizer vermischen könnte. Deshalb entweder mische ich das oder ich nehme den danach nochmal einzeln.
Der kam, glaube ich, 7 Euro. Dann habe ich mir den PS Instagirl No Filter Priming Oil gekauft. Das Priming Oil. Das kam auch 7 Euro. Eigentlich wollte ich dieses haben, aber ich dachte, das wäre das. Deshalb habe ich jetzt einfach beide. Ja, auch für 7 Euro, was ich für Öl ganz schön viel finde. Aber es wirkt wirklich Wunder in meinem Gesicht. Dann habe ich mir noch ein Primer Water gekauft. Und zwar dieses. Das war, wo ich das erste Mal da war. Und das ist jetzt gut, vielleicht ungefähr 3 Wochen her. Und ich benutze das jeden Tag. Und ihr seht, es ist wirklich nicht viel weg. Und das hilft auch, dass mein Gesicht wirklich befeuchtet ist und einfach gut funktioniert. Dann gehen wir weiter zum Gesicht. Und da habe ich mir diese Stick Foundation hier gekauft von der My Perfect Color Range. Die aber hier unten schon abblättert. Hey. Das ist die Farbe, ich glaube, wie hieß denn die Farbe? Stand die hier nicht irgendwo? Ivory, genau, das ist. Dann habe ich mir, achso, der kam 3 Euro, falls ich es nicht gesagt habe. Dann habe ich mir dieses My Perfect Color Airbrush Body Foundation gekauft. Ja, mit dem komm ich noch nicht so gut zurande, weil irgendwie kommt da viel zu viel raus, wenn ich es benutze. Das kam 4 Euro, ist in dem Ton Nude, also schon wieder fast dunkel. Deshalb muss ich das immer sowieso so wenig wie möglich von auftragen. Ist aber halt ein gutes Dupe auf jeden Fall zu dem Sephora und zu dem Dior Ding. Und wo wir gerade von Dupes sprechen, habe ich mir auch aus der My Perfect Color Range die Longwear Ultimate Matte Foundation Double Coverage Matte Finish Oil Free SP 15 in Porzellan gekauft. Das ist ein, ich würde meinen, 1:1 Dupe zu der Estee Lauder Double Wear Foundation, aber halt nicht. Das Ding habe ich, wie gesagt, in der Farbe Porzellan mitgenommen und es kostet 6 Euro. So, dann habe ich mir 2 Beauty Blender gekauft. Und zwar diese hier. Den hier habe ich noch nicht benutzt, aber ich denke, der könnte super zum Baken sein, nur dass ich jetzt nicht so häufig bake. Aber diesen hier habe ich benutzt und den habe ich auch nass gemacht. Und ich wollte euch jetzt meinen Schwamm zeigen, aber der ist gerade irgendwie nicht da. Wenn ich den nass mache, ist der ungefähr so. Und es ist ein 2,50 Euro Schwamm oder so aus DM. Dieser hier, dieses Set, kam 3 Euro bei Primark und ich habe ihn nass gemacht und er ist genau so geblieben. Und wie ihr hier gut oben sehen könnt, hat er halt den Großteil meiner Foundation aufgesogen und nichts damit gemacht. Und deshalb ist das für mich ein absolutes No. Auf jeden Fall der hier. Wenn der gut zum Baken ist, dann könnte ich den benutzen. Aber ansonsten sind die für selbst für 3 Euro einfach ein No und definitiv ein Fehlkauf. Dann habe ich mir aus der Nudes Range von Primark dieses Lip Kit hier gekauft. Das war in der Farbe Fling. Das ist mir zu peachy, coral-mäßig irgendwie. Da bin ich nicht so der Typ für. Deshalb ist das für mich leider auch ein No. Und der Stift ist schön cremig, der Pencil Liner. Aber der flüssige Lippenstift hat irgendwie die Angewohnheit, ziemlich austrocknend zu sein. Und ich habe halt das Problem, dass hier innen drin das so weich bei mir ist. Heißt, dass ich das sowieso nie hinkriege, dass wenn ich mache, die ganze Lippe ausgemalt ist. Und von daher bildet der dann hier so einen Rand. Und das ist halt mega scheiße. Und das Ding kam, glaube ich, 4 Euro und ist leider die 4 Euro nicht wert. Dann habe ich mir 3 Augenbrauenprodukte gekauft. Einmal den Skinny Brow Pencil in der Farbe Light Brown. Dann den Free in One Brow Pencil in der Farbe Taupe. Und den ganz normalen Brow Pencil auch in Taupe. Ich muss dazu sagen, ich mag sie alle drei. Der ist schön cremig, den nehme ich meistens zum Vorzeichnen. Mit dem arbeite ich momentan hauptsächlich, einfach weil der halt diesen hier hat. Der ist jetzt zwar schon benutzt worden, aber ja. Und dann hat er halt innen drinnen noch so ein Puder, das ich dann auch noch benutze, weil ich momentan kein Brow-Puder habe. Und er ist leider eine Enttäuschung. Den benutze ich, wenn ich meine Sommersprossen nachmalen möchte. Weil das Light Brown einfach viel zu rotstichig für mich ist und ich ihn deshalb nicht auf meinen Augenbrauen benutzen kann, weil sonst meine Augenbrauen halt einfach rot aussehen und ich habe keine roten Haare. Von daher bringt es mir nichts. Der kam, glaube ich, 2,50 Euro, der kam 3 Euro und der kam, glaube ich, 1,50 Euro. Und ansonsten bin ich wirklich zufrieden mit allen dreien. Und jetzt kommen wir zu meinem Liebling, was die Face-Produkte betrifft. Und zwar ist das dieses hier, das ist auch aus der Nudes Range, das ist ein Body Shimmer Dust. Und wie ihr sehen könnt, meine Belichtung ist nicht die beste.
Aber ihr seht den Highlight und ja gut, jetzt hier seht ihr das jetzt nicht so, aber mein Highlight ist, ihr seht es ja hier und ja, das ist dieses Body Shimmer Dust, das ist absoluter Wahnsinn. Ich liebe das Ding zum Mond und wieder zurück und es kam 5 Euro. 5 Euro für so einen mega Highlighter, da kann ich echt nichts zu sagen. Dann kommen wir jetzt zu Lidschatten, würde ich sagen. Wobei hier ein Produkt noch bei ist, das ich auch fürs Face nutzen kann. Und zwar ist das diese Chocolate Bar hier. Die Chocolate Bar ist eine Lidschatten- und Konturpalette. Die sieht so aus. Die erinnert halt sehr stark, finde ich, an die Chocolate Bonbon vor allen Dingen. Sie hat auch eine leichte Kakaonote. Die kam 8 Euro und die Pigmentierung ist auch wirklich, wirklich gut. Dann habe ich mir die hier gekauft, weil die von außen so ein bisschen irgendwie an die Urban Decay erinnert. Aber von innen fand ich zumindest von den Farben her ein wenig an die Anastasia Subculture. Vor allem halt wegen dem Grün und dem Gelb wahrscheinlich. Aber ja, die Pigmentierung ist okay. Jetzt nicht wirklich umwerfend, aber für 6 Euro war es okay. Und mich hat halt dieser Khaki-Ton angesprochen und der funktioniert wenigstens. Die anderen habe ich noch nicht so ausprobiert. Und mein Liebling ist diese hier. Und zwar ist das die Nudes Eyeshadow Palette. Die hat 28 Farben drin, sowohl matte als auch schimmernde. Die habe ich auch heute drauf. Also mit der habe ich mich heute geschminkt. Und zwar mit diesem Ton und diesem Ton hier. Und die Pigmentierung ist der absolute Wahnsinn. Und das Ding kam 10 Euro. Und für 10 Euro kann man sich echt nicht beschweren, weil die ist wirklich der Knaller. Wie gesagt, ich muss mich ein bisschen beeilen heute. Deshalb Avanti, Avanti. Dann habe ich mir die Deluxe Lashes von Sosu gekauft in dem Style Holly. Die habe ich auch schon versucht zu tragen, aber irgendwie bin ich mit dem Kleber, den ich habe, nicht so zurechtgekommen. Muss ich mir wahrscheinlich wieder den Duo Kleber kaufen. Dann habe ich mir von der Glam Lash Collection die Milan gekauft. Und die Dubai. Ich liebäugel auch jedes Mal mit den anderen drei Styles, die es noch gibt, aber irgendwie kaufe ich sie mir nie, weil ich denke mir, du trägst eh kaum Lashes und die anderen sind halt entweder zu wenig oder viel zu viel und deshalb weiß ich das nicht. Dann habe ich mir noch die Precious Jewel Nails gekauft in dem Style Queen. Die sind so braun, glänzend und gold und haben dann hier noch so einen Megastrass und hier unten so drei Strasssteinchen. Finde ich mega schön. Die haben auch noch mehr braune Töne. Also nicht, dass wenn ihr euch die kauft, ihr dann wirklich braun und gold mischen müsst. Könnt ihr, müsst ihr nicht. Aber davon ist genug da. Und dann habe ich mir noch diese zwei hier gekauft. Also einmal hatte ich mir die so gekauft und dann habe ich sie ausprobiert und habe mich mega verliebt in diese Make-up Wipes. Einfach auch, weil die aussehen wie die von MAC. Und ich kriege 40 Stück für 3 Euro und ich glaube, bei MAC kosten 15 schon über 20 oder 14. Und weil ich diese gut fand, habe ich sie mir gleich nochmal mitgenommen, weil man kann nie genug Make-up Wipes haben. Ja, man kann nie genug Make-up-Wipes haben und irgendwas würde ich gerade noch... Ach ja, und dann habe ich mir noch diesen Brush-Cleaner hier mitgenommen. Der kam 2 Euro, den habe ich aber noch nicht ausgetestet. Ich lasse euch aber wissen, ob der was taugt oder nicht. Und ich glaube, was Make-up betrifft, war das jetzt alles. Ach, und diese Augenbrauenschere habe ich mir auch noch gekauft. Die hat mir zwar die Augenbraue hier ein bisschen verkackt, aber ansonsten ist sie gut. Die kam, glaube ich, 1,50 Euro und ja, so viel. Zu guter Letzt habe ich mir noch Schuhe gekauft. Ich bin ein bisschen cray-cray gegangen, was die Schuhe betroffen hat. Ich habe mir 5 Paar Schuhe gekauft. Ein paar Boots, ein paar Sommerschuhe und 3 Paar Sneaker. Und diese werde ich euch jetzt chronologische Reihenfolge, wie ich sie gekauft habe. Das erste Paar, das ich geholt habe, waren diese hier. Die versprühen mega Chanel-Vibes. Das sind Esbrandils. Ach, keine Ahnung. In weiß mit schwarzer Spitze und halt einem relativ hohen Plateau, sagen wir jetzt mal. Die kamen mich 8 Euro. Dann habe ich diese Babys hier gekauft. Die sehen einfach so riesig aus. Ich schiebe so Panik, dass wenn ich sie anhabe, dass sie einfach riesig an meinem Fuß aussehen, weil im Laden sahen die okay aus, aber die sind einfach riesig. Sie sind 38. Und ja, auf jeden Fall sind die aus so einem Flyknit-Stoff hier so. Die waren reduziert aus 7 Euro von 18, glaube ich. Ja, ich glaube 18 auch reduziert auf 7 und ich habe die grauen mitgenommen, weil ich halt schon so viele rosa Schuhe habe.
Die erinnern mich so ein bisschen an die Air Force-Jordans, so eine Mischung aus den beiden. Ich feiere die übelst. Die sind richtig geil. Dann habe ich mir, ist egal, welche ich euch zeige, denn ich habe sie beide gleichzeitig gekauft, Converse Fakes gekauft, und zwar in schwarz. Die kamen, glaube ich, 10 Euro. Ich glaube, 10 oder 8 Euro kamen die. Ich habe sie in schwarz mitgenommen, weil ich auch noch Classic wollte. Ich habe welche in Khaki-Grün und jetzt habe ich auch noch schwarze. Und wo wir gerade bei Classic-Schuhen sind, habe ich mir auch noch diese hier mitgenommen. Das sind Vans Fakes. Ich habe mir die Converse Fakes in der 37 mitgenommen und die Vans in der 38. Und ja, so viel dazu. Halt ein paar schwarze Vans Fakes. Ich habe die gesehen, habe sie mir nicht gekauft, bin aus dem Primark rausgegangen, habe sie nicht aus meinem Kopf bekommen. Dann bin ich wieder reingegangen und habe sie mir gekauft. Also ein andermal, aber kennt ihr das, wenn ihr was seht und es nicht aus dem Kopf kriegt? Genau sowas war das da. Ja. Das letzte Paar Schuhe, das ich mir gekauft habe, sind die dort oben in der Mitte. Diese Western Booties, die haben dort auch halt so ein Gürtelverschluss. Und die habe ich mir im Sale gekauft für 10 Euro. Ich glaube, die kamen vorher entweder 17 oder 19, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber wie ihr schon vorher gesehen habt, habe ich ja halt den passenden Gürtel dazu und ich liebe die Dinger, die sind so bequem. Die machen voll den eleganten Fuß und ja, für 10 Euro habe ich mir die dann halt mitgenommen. Wie gesagt, ich bin mir komplett sicher, dass ich irgendwas vergessen habe. Aber ja, mir fällt es halt gerade einfach leider nicht ein. Deshalb muss das jetzt alles gewesen sein und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn sie euch gefallen haben und ihr noch mehr von meinen Hauls sehen wollt, weil ihr seht, sie kommen dauernd, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Ich würde mal meinen dort. Ihr wisst, ich kann mir das nie merken. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch wieder vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin. Adieu. Tschüss.